Hey, Ladies and Gentlemen. Dieses Video geht an euch Männer. Ich habe eine wichtige Information für euch. Frauen pupsen. Sie sind Menschen. Das scheint nicht allen Männern bekannt zu sein. Ich kenne Paare, die nicht pupsen, wenn sie beisammen sind. Der Opa meiner Freundin dachte bis ins hohe Alter, Frauen könnten nicht pupsen. Er dachte, Frauen seien Engel, aber Frauen pupsen. Sie können und sie müssen. Es kann so laut sein wie bei Männern und es kann so stinken wie bei Männern. Pupsen oder Furzen ist in der Gesellschaft nicht gern gesehen, beziehungsweise gehört und gerochen. Ich plädiere daher für eine Legalisierung des Pups. Er sollte gesellschaftsfähig werden. Der Pups ist meist ein kleines Entfleuchen, das die Magen-Darm-Gegend ungemein entspannt. Er bahnt sich oft schleichend an und kann mühsam zurückgehalten werden. Dieses Unterdrücken kann schlimmstenfalls zu Bauchschmerzen und Krämpfen führen. All dies nur, um die Mitmenschen vor Geruch und Gestank zu bewahren. Ist es das wert? Wenn man jemanden pupsen hört, so weiß man, es ist der Person unangenehm. Sie hofft, niemand möge es gehört haben. Als der hörende Nichtverursacher sollte man den Pups ignorieren. Bloß nicht den Gestank ansprechen, das würde die Pupserin schon bloßstellen. Wie einfach wäre es, wenn der Pups kein Tabu wäre? Man würde sich miteinander freuen, dass der Druck nachlässt. Manchmal höre ich Leute auf einer öffentlichen Toilette laut furzen. Das ist zwar the place to be, aber auch nicht gewöhnlich. Insgeheim bewundere ich diese Leute, die sich das trauen. Ich denke dann, sie seien frei. Und für dieses Gefühl der Freiheit, da sind wieder Kinder sehr hilfreich. Ich nutze meine Kinder ganz egoistisch als Gestankvorwand. Wenn es um uns herum müffelt, ist ja klar, dass das die Kinder waren. Die kümmern sich ja nicht darum, in der Öffentlichkeit zu pupsen oder eben nicht. Solche gesellschaftlichen Konventionen sind ihnen fremd. Wenn ihr wüsstet. Ja. In Anwesenheit von Kindern pupst es sich sehr ungeniert, sehr praktisch. Wie macht ihr das, wenn ihr pupsen müsst? Einhalten, auf Toilette gehen? Was sind eure Schlupflöcher? Schreibt sie mir in die Kommentare. Ciao! Das Video war cool, oder? Also, lasst mir mal ein Abo da. Ja? Nee, ich gehe jetzt nicht weg. Ihr sollt abonnieren. Okay. Ihr könnt auch Daumen hoch, kommentieren. Abo ist kostenlos für dich. Viel Freude für mich. Gibt keinen Grund, es nicht zu tun.